Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute zum Thema Funktion in C, Definition und Deklaration. Wir möchten ja, wie bereits angekündigt, unser Programm für unseren Kaffeeautomaten etwas strukturieren mit Funktionen. Und dazu müssen wir ein wenig tiefer in die Thematik Funktionen einsteigen. Beim letzten Mal haben wir schon gesehen, was eine Funktion genau ist. Nach dem Start des Mikrocontrollers wird zunächst einmal die Hauptfunktion aufgerufen, also die Funktion Main. Und innerhalb dieser Funktion Main können dann weitere Funktionen aufgerufen werden. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass wir eine Funktion Func1 aufrufen und nachdem wir die Funktion Func1 abgeupdatet haben, wieder zurück zu dem Main-Programm zurückspringen. Anschließend könnten wir beispielsweise eine Funktion Func2 aufrufen. Und man kann diese Funktion auch schachteln, das heißt, wir können von dieser Funktion Func2 auch eine Funktion Func3 aufrufen. Das kann dann beliebig weitergehen. Springen dann anschließend von der Funktion 3, wenn sie beendet wurde, wieder zur Funktion 2 zurück und anschließend wieder zum Main-Programm zurück. Das sieht dann so aus. Was auch möglich ist, was in der Programmierung aber etwas komplizierter ist, ist Folgendes. Wenn wir eine Funktion Func4 beispielsweise aufrufen, so kann die Funktion 4 sich auch wieder selbst aufrufen. Das heißt, wir können innerhalb des Programms, innerhalb der Funktion Func4, auch die Funktion Func4 wieder aufrufen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Nur müssten wir dann gewährleisten, dass letztendlich dieses immer wieder selbst aufrufende irgendwann aufhört, so dass wir dann irgendwann wieder in unser Main-Programm zurückspringen können. Dieses rekursive Aufrufen, also das sich selbst aufrufen, nennt man rekursives Aufrufen, ist in der Programmierung etwas komplizierter und das werden wir dann in einer der nächsten Folgen am Ende des C-Kurses uns einmal anschauen. Okay, gucken wir uns das Ganze mal im Compiler an. Ich habe dieses C-Programm ein wenig abgespeckt, im Prinzip alles rausgeworfen, was wir nicht brauchen. Den Quellcode werde ich anschließend unter dieses Video kopieren. Und man sieht also in dem Main-Programm nur die Initialisierung der seriellen Schnittstelle. Das brauchen wir unser für printf. Und ansonsten habe ich alles rausgeworfen. Das heißt, wir machen in unserem Main-Programm, geben wir einmal in Main aus, damit wir wissen, dass wir in dem Main-Programm sind. Und anschließend wird das Programm in der Endlosschleife gefangen gehalten. Ich kompiliere das Ganze einmal. Okay, funktioniert auch soweit. So, zur Funktion. Ich definiere jetzt mal eine Funktion. Diese Funktion gibt nichts zurück, also void. Die Funktion soll genauso wie in dem Beispiel Func1 heißen und bekommt auch keine Parameter übergeben. Und diese Funktion macht Folgendes. Sie gibt ein printf aus und gibt im Prinzip nur an, dass sie in der Funktion 1 ausgerufen wurde. Eine Leerzeile dazu. Klammer zu. Okay. So, und das Programm könnten wir dann in while aufrufen. Das heißt, wir geben hier mal ein Func1. Aufruf und fertig. Hier schreibe ich nochmal dazu, dass es hierbei um eine Definition von Func1 handelt. Das heißt, hier wird tatsächlich definiert, was in der Funktion Func1 passieren soll. Das heißt, wie die Funktion genau aussieht und wie sie aufgebaut ist. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir kompilieren das Ganze mal und bekommen direkt eine Fehlermeldung. Und die Fehlermeldung bekommen wir deshalb, weil der Compiler im Prinzip von oben anfängt zu arbeiten. Und hier ist soweit noch alles bekannt. Und hier an dieser Stelle, das wollte ich eigentlich ein bisschen höher kopieren, das kopieren wir mal. Da, damit das nicht laufend aufgerufen wird, einmal reicht, kompiliere das Ganze nochmal, kriegen die gleiche Fehlermeldung. Also irgendwann kommt der Compiler an diese Stelle und möchte hier eine Funktion Func1 aufrufen.
die er in dem Moment noch gar nicht kennt. Weil die Funktion Funk 1 wird ja erst später definiert. Und das ist genau das, was er hier anmeckert. Er kennt diese Funktion nicht. Und wenn ich das hier rüber kopiere, ich kann das auch oberhalb von Main definieren und übersetze das Ganze einmal und dann funktioniert das Ganze auch. Lade das mal auf den Emulator und führe das Ganze einmal aus und dann gibt er auch an in Main in Funk 1. Okay. So, das Ganze können wir dann nochmal mit einem zweiten Programm machen. So, ich definiere meine zweite Funktion. Die soll mal Funk 2 heißen. 2, 2 und die sagt jetzt auch, ich bin in Funk 2. Und diese Funktion soll hier aufgerufen werden. Funk 2. Und wenn wir das Ganze übersetzen, dann stoßen wir auf den gleichen Fehler. Das heißt, der Compiler fängt oben an zu übersetzen und sieht in der Funktion Funk 1, dass die Funktion Funk 2 aufgerufen wird oder aufgerufen werden soll. Kennt diese Funktion aber nicht, sodass wir da wieder auf diesen Fehler laufen. Das heißt, man könnte das dadurch lösen, indem man letztendlich die Definition dieser beiden Funktionen, die Reihenfolge der Definitionen tauscht. Und wenn man das jetzt übersetzt, dann macht der Compiler das auch. Ich rufe das einmal auf, um zu sehen, was passiert. Und in Main, in Funk 1, in Funk 2. Es funktioniert also. Gut, was wir hier sehen, was dann, wenn es ein bisschen kompliziert wird, auch ziemlich ärgerlich ist, dass die Reihenfolge der Funktiondefinition abhängig davon sein soll, in welcher Reihenfolge diese Funktion noch aufgerufen werden. Und das möchte man eigentlich nicht haben. Deswegen macht man Folgendes. Man kann das, kann die Funktion dazu wieder nach unten kopieren. Also die Definition der Funktion kann man hier auch am Ende dieser Datei machen. Man muss dem Compiler aber sagen, dass es diese Funktion gibt. Ich kopiere die auch mal wieder in die richtige Reihenfolge. So. Erst Funk 1, dann Funk 2. Man muss dem Compiler nur hier oben sagen, okay, es gibt eine Funktion Funk 1 und es gibt eine Funktion Funk 2. Und der Compiler kann letztendlich schon mal Sprungmarken für diese Funktionen ablegen und kann dann anschließend die Informationen aufnehmen, wie sind diese Funktionen eigentlich definiert. Das heißt, ich sage dem Compiler hier void Funk 1. Also es gibt eine Funktion, die heißt Funk 1. Gibt nicht zurück, bekommt auch keinen Parameter. Und hiermit habe ich die Funktion deklariert. Deklaration von Funk 1. Das heißt, ich habe dem Compiler gesagt, es gibt eine Funktion Funk 1. Gibt nicht zurück, bekommt keine Parameter, aber was diese Funktion genau macht, wie sie definiert ist, das erkläre ich dem Compiler später. Genau genommen muss der Compiler das gar nicht wissen, sondern der Linker muss es später wissen. Das Ganze auch für Funk 2. Das heißt, ich deklariere die Funktion Funk 2, kompiliere die ganze Sache. Es funktioniert, zumindest die Kompilierung hat funktioniert und wenn ich das Programm aufrufe, dann funktioniert der Aufruf der Funktion auch.